Ja, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, über 150 Tatkrafttage gab es in den letzten Wochen in Nordrhein-Westfalen. Wir waren viel im Land unterwegs, nah bei den Menschen, da wo wir hingehören. Und ich danke an dieser Stelle ausdrücklich den Mitkandidatinnen und Mitkandidaten zur Landtagswahl. Ihr wart so fleißig unterwegs und gibt so tolle Bilder, die wir hier regelmäßig an der Seite durchlaufen lassen, damit ihr alle auch seht, an wie vielen unterschiedlichen Plätzen wir tatkräftig mitgewirkt haben. Dank an euch, dass ihr so kräftig dabei wart. Über 150 Arbeitstage, die uns alle bereichert haben, mit vielen, manchmal unglaublich intensiven Gesprächen. Ob im Blaumann, im Altenheim, beim Verkauf, auf dem Müllwagen oder am Krankenbett. Es war richtig und gut, rauszugehen, um uns ein konkretes Bild zu machen von dem, wie Politik wirkt und wo Politik ankommt. Um Anregungen mitzunehmen für unsere Arbeit und für unsere Politik. Ich sage ganz ausdrücklich von dieser Stelle hier, und da hat man nicht immer Gelegenheit zu, Dank an all die Einrichtungen, die AWO war ganz oft vertreten, deshalb Bodo mal stellvertretend an dich, danke, dass ihr uns reingelassen habt, es war wichtig und es war gut, solche tollen Gespräche führen zu können. Danke. Es war, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, es war bemerkenswert, wie offen uns die Menschen bei diesen Terminen begegnet sind. Das hat nicht nur bei mir emotional und politisch tiefe Spuren hinterlassen. Es ist kein Wahlkampftool. Politik muss man erden und immer wieder überprüfen. Wir sind viel unterwegs, wir alle, auch die Ehrenamtlichen vor Ort in den Kommunen. Wir sind die Kümmererpartei. Aber oft fliegen wir nur rein in ein Unternehmen, in eine Einrichtung, führen Gespräche mit der Leitung und dem Betriebsrat und müssen dann schon wieder weg. Ein Tag vor Ort zu sein, wirklich mitzuerleben, wie der Tagesablauf ist, zu sehen, welche Bürokratie wir an der einen oder anderen Stelle aufbürden, das ist eine andere, eine gute Erfahrung. Und deshalb habe ich versprochen, und ich werde es halten, nach dem 9. Mai als Ministerpräsidentin einmal im Monat Tatkrafttag. Ich habe mich ja mit den Kandidatinnen und Kandidaten darüber ausgetauscht, was sie so erlebt haben. Und alle haben berichtet von ihren Gesprächen, von ihren Erlebnissen. Zum Teil waren sie, ja, ich will nicht sagen geschockt, aber doch emotional sehr angepackt von dem, was sie dort erlebt haben. Aber was uns alle geeint hat, als wir uns ausgeglichen haben in den Erfahrungen, war, wir haben gespürt, dass es ein Grundgefühl gab, bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Dieses Grundgefühl hieß Sorge um die Zukunft. Und das übrigens ganz klar nicht erst seit der Krise. Das Grundgefühl war da, wir sind in der falschen Richtung unterwegs mit unserer Gesellschaft. Das Grundgefühl, hier muss sich dringend etwas ändern. Und die Frage, die sich anschließt, ist, wie schaffen wir Dynamik und Wohlstand ohne faire Teilhabe und soziale Sicherheit preiszugeben. Wie schaffen wir eine gute Zukunft? Unser Programm gibt darauf die richtigen Antworten. Erfolgreich, sozial und gerecht. Das ist unser Zukunftskonzept für Nordrhein-Westfalen. Und die Zeit drängt. NRW fällt zurück. NRW ist ein Absteigerland. In sämtlichen verfügbaren Rankings, in Ländervergleichen der Bundesrepublik fallen wir zurück. Von der Bildung über die Mittelstandsrankings bis hin zu den erneuerbaren Energien. CDU und FDP stehen in diesem Land für eine Politik des Weiter-Sos. Und deshalb ist es gut und richtig, dass unser Programm eine klare Aussage hat. Wir haben den Mut, Strukturen zu verändern, und es wird Zeit, dass sie verändert werden. Applaus
oberster Stelle, nach all den Erlebnissen, die ich persönlich hatte, an alleroberster Stelle sage ich, unsere vordringlichste Aufgabe ist, wir dürfen kein Kind in diesem Land mehr verlieren. Das muss Ziel und Zweck und Sinn unseres Handelns sein. Und es ist mir wichtig, kein Kind mehr zu verlieren, ist nicht nur sozialpolitisch richtig oder gesellschaftspolitisch, nein. Es geht um die Kerzen und die Köpfe unserer Kinder, aber es geht auch um unsere wirtschaftliche Zukunft. Wir können und wir dürfen es uns nicht weiter leisten, dass immer mehr Kinder chancenlos, perspektivlos in ihre Zukunft gehen. Und deshalb müssen wir früh anfangen. Wir müssen da anfangen, wo das Leben beginnt. Wir müssen die Eltern unterstützen, eigentlich von der Schwangerschaft an. Wir müssen hingehen, den Eltern konkret Unterstützung bringen. Geh-Strukturen statt Komm-Strukturen ist einer der wesentlichen Punkte. Und das gilt ganz besonders und mit einer wahnsinnig notwendigen Intensität, auch das ist mir bei der Tatkrafttour begegnet, für Alleinerziehende in diesem Land. Sie brauchen unsere Hilfe, sie müssen sie bekommen und diese Unterstützung tut den Kindern gut und auch dem Land. Wenn wir Strukturen verändern wollen, wenn wir vorbeugen wollen, statt zu reparieren, dann heißt das, wir müssen Strukturen insbesondere auf der kommunalen Ebene verändern. Dazu brauchen wir handlungsfähige Kommunen. Deshalb ist das Thema der Kommunalfinanzen kein technokratisches, das ist nicht weit weg. Sondern da geht es darum, ob wir solche notwendigen Entwicklungen für die Gesellschaft und auch für das wirtschaftliche Fortkommen, notwendigen Entwicklungen, auf der kommunalen Ebene hinkriegen. Und ich sage mal ein paar Zahlen, um die es da geht. Warum es auch günstiger ist, viel günstiger ist, vorzubeugen, als hinterher zu reparieren. Eine Inobhutnahme kostet in Köln, das ist, wenn ein Kind aus einer Familie rausgeholt werden muss, das ist schon ein schwerwiegender Fall, kostet den Steuerzahler, die Steuerzahlerin 84.000 Euro pro Kind und pro Jahr. Und allein in Köln, Jochen, haben wir über 400 in Obhutnahmen. Ich sage, lasst uns Geld in die Hand nehmen, damit wir Strukturen verbessern Richtung Vorbeugung, damit diese Kosten gar nicht erst entstehen. Das muss Politik in diesem Land sein. Und dann müssen wir unter anderem darüber reden, was freiwillige Aufgaben und Pflichtleistungen sind, Frank. Ganz wesentlicher Punkt. Du würdest ja gerne mehr vorbeugen, aber dein Haushalt ist über die Pflichtleistung, über das Reparieren stark belastet, wie auch der Haushalt in Dortmund. Und es kann doch nicht wahr sein, dass wir nur aufgrund solcher Grundsätze die entscheidenden Weichenstellungen hin zu mehr Vorbeugung nicht realisieren können. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, hier brauchen wir dringend Veränderung. Und ich weiß, dass das bei euch in den Kommunen und in vielen Kommunen auch bei mir zu Hause nicht einfach ist. Denn ich kenne die finanzielle Situation. Über 90% der Kommunen werden in den nächsten, der Städte und Gemeinden, werden in den nächsten 5 Jahren in eine haushaltsschwierige Situation kommen. Sie werden notleidend. Über 90%. Wie soll dann das, was notwendig ist, um gute Strukturen aufrechtzuerhalten, damit man hinterher nicht reparieren muss. Und dazu zähle ich Kultur, dazu zähle ich Bücherei, dazu zähle ich Schwimmbäder. Dieses alles darf doch nicht vor die Hunde gehen, denn das wäre eine schlechte Entwicklung für unsere Städte und für unsere Gesellschaft, liebe Genossinnen und Genossen. CDU und FDP sagen dann, ihr müsst mehr sparen. Interessant ist ja, wo man heutzutage alles sparen muss. Oberhausen soll nicht mehr ausbilden, Essen soll Kindergärtnerinnen rausschmeißen und bei uns steht die Drogenberatung zur Diskussion. Ich frage, ist das alles wirklich vernünftig? Müssen wir nicht wirklich mit einer anderen Denke an dieses Thema herangehen? Müssen wir nicht dafür sorgen, dass unsere Kommunen aus dieser Vergeblichkeitsfalle herauskommen? Die sind doch nicht darin, weil die Räte nicht sparen konnten, sondern sie sind in diese Situation gekommen und immer weiter hineingerutscht, weil die Strukturen in unseren Kommunen in diese Richtung gewiesen haben.
Wir haben nun mal immer mehr Hartz-IV-Empfängerinnen mit steigenden Kosten der Unterkunft. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir haben das Phänomen, dass aus den Ballungsgebieten die Familien rausziehen. Alles das ist doch nicht Schuld der Kommunen. Deshalb müssen wir den Kommunen an dieser Stelle helfen. Und es muss, wie bei Johannes Rau, wieder gelten, Stadt und Land Hand in Hand. Aber was macht die Landesregierung? Nichts. Stattdessen lässt sie die Kommunen immer weiter ausbluten. 3,1 Milliarden, wir reden über 3,1 Milliarden Euro, die die Landesregierung in den letzten Jahren seit 2005 den Kommunen weggenommen hat oder sie zusätzlich mit Aufgaben belastet hat, ohne das Geld mitzugeben. 3,1 Milliarden. Und hinzu kommt jetzt noch die Belastung von der Änderung des § 107 der Gemeindeordnung, weil ja dann die städtischen Unternehmen nicht mehr in dieser Weise tätig werden können und euch die Gewinne fehlen. Hinzu kommt das, was der Ministerpräsident im Koalitionsvertrag in Berlin mit unterschrieben hat. Diese, ich sage das deutlich, irrsinnigen Steuerentlastungen für Erben und Hoteliers. Da wäre das Geld besser angebracht zur Stärkung der Kommunen vor Ort, um diese Strukturveränderung hinzukriegen. Nein, wir brauchen handlungsfähige und lebenswerte Städte und Gemeinden und auch Kreise. Und ich sage, wir dürfen nicht zulassen, dass die regionalen Unterschiede immer größer werden und auch die Unterschiede und Handlungsmöglichkeiten im Vergleich der einzelnen Kommunen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir brauchen ein Hilfspaket, eine strukturelle Veränderung in der Finanzierung unserer Kommunen. Wir haben dazu verschiedene Vorschläge vorgelegt. Der wichtigste ist, wir müssen den Kommunen die Schulden abnehmen. Wir haben dafür den Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgeschlagen, als Entschuldungsfonds, wenn man so will, als Bad Bank für Kommunen. Ich finde, wenn Banken systemrelevant sind, dann sind Städte und Gemeinden in diesem Land erst recht systemrelevant. Und weil bei uns nicht nur Stadt und Land, sondern auch der Bund mit Hand in Hand geht, haben wir es erreicht, dass die Bundestagsfraktion einen Antrag eingereicht hat im Bundestag für einen Rettungsschirm für Kommunen, damit gerade die steigenden Kosten der Unterkunft nicht noch weiter zur Belastung werden und das noch zusätzlich mit der Krise. Ich lasse auch an einem Punkt nicht locker, ihr wisst das. Der Solidarpakt. Ich lasse nicht locker, weil ich nach wie vor nicht einsehe. Ich bin sehr solidarisch mit dem Osten. Aber ich sehe nicht ein, dass unsere Städte und Gemeinden sich verschulden müssen, um ihrer Solidarität Ausdruck zu verleihen. Das darf doch nicht bleiben. Das ist ein Weg, den wir nicht weitergehen können. Und auch da haben wir einen ganz klaren Vorschlag. Dieses Jahr steht das Solidarpakt-Fortführungsgesetz im Bundestag zur Wiedervorlage an. Revision ist angesagt. In diesem Gesetz steht der Prozentanteil den Kommunen zur Solidarität zum Fonds beitragen. Der beträgt 42%. Das hat damals Heinz Schleusser noch festgelegt. Aber damals war die Lage der Kommunen auch noch anders. Deshalb ist unsere Forderung Halbierung dieses Satzes, damit die Kommunen wieder Luft kriegen, damit bei uns wieder in den Kommunen lebenswerte Verhältnisse entstehen und gestützt werden können. Das ist die Politik der SPD. Und ich setze noch eins drauf. Bei allen Förderprogrammen, bei allen ausdrücklich, muss es doch darum gehen, wo ist Bedürftigkeit? Es muss Schluss sein mit der Förderung nach Himmelsrichtung statt nach Bedürftigkeit. Auch das bleibt unsere Position, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, wir wollen kein Kind mehr verlieren. Das ist der wichtigste Satz. Und das heißt, wir müssen im Bildungsbereich dringend
Veränderung vornehmen. 20% eines Jahrgangs verlassen die Schule ohne Schulabschluss und oder haben keine Ausbildung. Und wenn wir da etwas verbessern wollen, dann müssen wir bei den Kleinen beginnen, bei den Kitas. Die Plätze müssen wir bedarfsgerecht ausbauen. Und wir brauchen endlich auch bedarfsgerechte Pauschalen, damit kleinere Gruppen entstehen können. Denn dort sind die Herzen und die Köpfe unserer Kinder, die wir die Zukunft unseres Landes gestalten sollen. Das ist die richtige Politik für Nordrhein-Westfalen. Und dazu gehört auch, dass das stattfindet, was die Landesregierung versprochen hat beim Kinderbildungsgesetz. Aber da steht nur Bildung drauf und da ist keine Bildung drin. Und da muss Bildung rein, da muss Qualität verbessert werden. Und das bedeutet, wir müssen ran an die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass zumindest Teile der Erzieherinnen und Erzieher eine akademische Ausbildung bekommen. Denn das, was da passiert, ist für den weiteren Lebenslauf unserer Kinder enorm wichtig. Und das wissen wir heute. Und das, was die Landesregierung gemacht hat, ein Sparprogramm Kiebitz aufzulegen, ist exakt der falsche Weg. Für uns bleibt es dabei, Kiebitz ist Mumpitz. Der Einstieg in die Bildung muss gelingen und der Aufstieg wieder möglich werden. Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit sind unsere Stichworte. Das ist verantwortliche Politik für die Mitte unserer Gesellschaft. Das Schulsystem ist dafür ein Schlüssel. Und es ist und bleibt falsch, dass die Kinder bei uns demnächst mit 9, heute noch mit 10 Jahren in Schubladen einsortiert werden, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Und die Daten und Fakten liegen auf der Hand. Auf 9 Absteiger in unserem Schulsystem kommt nur ein Aufsteiger. Und der Ministerpräsident sagt, es käme zu großen Verbesserungen. Bei der letzten Regierungserklärung hat er uns ein paar Daten und Fakten vorgelegt. Übergang Realschule zum Gymnasium 2008. Von 0,19% reden wir da. 0,19%. Absolut für ganz Nordrhein-Westfalen haben es 624 Schülerinnen und Schüler geschafft, von der Realschule zum Gymnasium zu wechseln. Das waren 111 mehr als im Jahr vorher. Aber insgesamt haben wir 2,7 Millionen Schülerinnen und Schüler. Das ist keine Durchlässigkeit, das ist Verhinderung von Chancen für unsere Kinder und das muss aufhören. Aufstieg ist unmöglich und Chancen hängen vom Geldbeutel ab. Uns wird das nicht ruhen lassen. Wir sind für Bildungsgerechtigkeit. Und deshalb ist einer unserer wichtigsten Punkte im Programm: Weg mit den Hürden, weg mit den Gebühren, vom Kindergarten bis zur Hochschule. Das ist Politik der SPD für Nordrhein-Westfalen, für die Menschen in diesem Land. Und liebe Freundinnen und Freunde, auch das ist uns klar und wichtig rüberzubringen. Dieses Turbo-Abitur, so wie es organisiert ist, hat das blanke Chaos in unsere Schulen gebracht. Ich war bei der Tatkraft-Tour auch in einer Schule unterwegs. Und ich frage dann immer, was soll ich als Politikerin denn mitnehmen? Und die sagten mir, eigentlich gibt es viel zu tun. Aber das Wichtigste ist, nehmen Sie den Druck von unseren Kindern runter und schaffen Sie dieses Turbo-Abi so wieder her, wie es geplant war. Nämlich Wahlfreiheit zwischen Turbo-Abi und 13 Jahre Abitur. Das ist unsere Politik. Ja, der Druck im System. Je mehr man im Land unterwegs ist, desto mehr bekommt man dafür mit. Im Kindergarten gibt es jetzt schon Eltern, die ihre Kinder vorbereiten lassen auf den Sprachtest Delphin 4 mit externer Unterstützung. Es gibt Eltern, die in der Grundschule
für ihre Kinder Nachhilfe nehmen, und das ist keine Seltenheit. Ich empfehle mal einen Blick in diese kostenlosen Wochenzeitungen. Da wird viel in solchen Bereichen gesucht. Kostenlose Nachhilfe für Grundschülerinnen und Grundschüler, damit sie ja die Empfehlung zum Abitur, zum Gymnasium und damit zum direkten Weg zum Abitur bekommen. Ich sage eins: Verantwortliche Politik für dieses Land nimmt den Eltern, den Kindern und den Lehrerinnen und Lehrern diesen Druck von den Schultern. Das ist das, was dringend erforderlich ist in Nordrhein-Westfalen. Dringend erforderlich ist. Und deshalb, auch deshalb, setzen wir auf längeres gemeinsames Lernen. Wir setzen auf eine neue Schul- und Lernkultur. Wir setzen auf die Gemeinschaftsschule mit Klassengrößen, die 25 nicht überschreiten. Das ist unser Ziel. 25, ich würde mir mehr wünschen, aber wir machen nicht Wolkenkuckucksheim-Politik. 25 Kinder pro Klasse ist unser Ziel für die nächste Legislaturperiode. Das können wir schaffen und das werden wir schaffen. Und dass wir das auch finanzieren können, das zeigen wir als Landtagsfraktion in jedem Jahr. Bei jeder Haushaltsaufstellung zeigen wir, dass der Einstieg in Ganztag wirklich möglich ist durch Umschichtung im Haushalt, dass wir mehr Plätze in den Kitas schaffen und dass wir auch es schaffen, dass wir kleinere Klassen in diesem Land realisieren können. Auch das werden wir im Haushalt schaffen, aber das wird nicht reichen. Lasst uns da nicht ein X für ein U vormachen. Wir werden mehr Geld brauchen. Und es war nicht immer leicht, dafür zu argumentieren, dass man mehr Geld aufwendet in diesem Bereich. Ich sage nur, das ist alternativlos. Denn für unsere Gesellschaft und auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung müssen wir den Mut haben, diese Strukturen zu verändern und Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn die in Berlin, diese Regierung, ernsthaft darüber nachdenken, 24 Milliarden an Steuergeschenken rauszuwerfen, dann sage ich, lasst uns lieber die Strukturen im Bildungsbereich verbessern. Das ist Zukunftsinvestition, nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern auch für Deutschland. Individuelle Förderung, Stärkung des Elternwillens, alles das gehört für uns mit in das Gesamtpaket Beste Bildung für alle. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, wir dürfen keine Kinder mehr verlieren. Und wir müssen Kindern klare Perspektiven geben. Und deshalb ist der zweite wichtige Punkt in diesem Feld: Wir werden eine Ausbildungsgarantie geben, denn Perspektiven statt Warteschleifen, das ist Politik der NRW-SPD. Und es bleibt auch weiterhin Politik der SPD, die zweite und die dritte Chance möglich zu machen. Nicht alle laufen immer geradeaus. Nicht alle können immer das abrufen, was sie wirklich drauf haben. Ich habe das miterlebt bei der Tatkraft-Tour in Mönchengladbach. Ich war dort in einer Maßnahme für Jugendliche zwischen 18 und 25. Die versuchen dort wieder auf den Weg zurückzukommen, so will ich das mal beschreiben. Deren Leben hat an vielen Stellen falsche Weichen genommen. Sie sind zum Teil in die Drogensucht abgedriftet, bis hin auch zur Jugendjustizvollzugsanstalt. Alles das war in dieser Maßnahme. Und ich habe mit diesen Jugendlichen sehr intensive Gespräche geführt. Und ich sage euch, wenn die aus ihrem Leben erzählen und von ihrer Kindheit, da wird man manchmal sehr demütig, ob der eigenen Jugend, die man erlebt hat. Diese Kinder haben eine Chance verdient. Und das würde ich euch gerne an zwei Beispielen deutlich machen. Der eine Junge, der war dort, obwohl er einen Realschulabschluss hatte, mit 2 und 3 auf dem Zeugnis und einer 5 in Physik. Dieser Junge war in dieser Maßnahme,
weil er irgendwas jetzt begriffen hat, weil er weiß, er muss umkehren. Ich habe ihn gefragt, wie bist du da reingeraten? Wo sind die Weichen in deinem Leben falsch gestellt worden? Und da gab es eigentlich die typischen Entwicklungen. Zu Hause bei den Eltern lief es irgendwann, ich sag mal, nicht mehr rund. Dann lief noch die Freundin weg. Dann klappte es hinten und vorne nicht. Und dann die vielen Bewerbungen, über 50 und keine Ausbildungsstelle. Und das Schlimmste war für ihn, und ich kann das wirklich nachvollziehen, das Schlimmste war für ihn, dass er zum Teil auf seine Bewerbung nicht mal Antwort bekommen hat. Ich glaube, viele kleine und mittlere Unternehmen, ich habe da Verständnis für, die kriegen hunderte von Bewerbungen in diesen Zeiten. Aber mein Appell ist, antwortet diesen Kindern. Sie haben es verdient, dass sie respektiert werden. Sie haben es verdient. Und ein anderer Junge in dieser Maßnahme, der kam von einer Ersatzschule, von einer Sonderschule für Lernbehinderung. Er war in dieser Maßnahme und ich fragte ihn, warum bist du eigentlich hier? Du wirst doch auch danach nicht den Einstieg in eine Ausbildung bekommen. Obwohl, das muss ich erzählen, er war so stolz darauf, dass er jetzt lesen kann. Der war Anfang 20. Ich habe ihn gefragt, kannst du mir was vorlesen? Dann hat er gesagt, nee, das traue ich mich nicht. Aber ich kann lesen, ganz bestimmt. Und ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Und ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hier. Die haben mir gesagt, wenn ich diese Maßnahme durchhalte, dann finanzieren sie mir einen Führerschein. Und wenn ich einen Führerschein habe, dann habe ich einen Onkel, der arbeitet bei so einer Transportfirma, der besorgt mir dann einen Job. Perspektiven geben ist für mich das Stichwort. Und ich sage, warum ist das so wichtig für dich? Und da sagt er einen Satz, den werde ich jedenfalls nicht mehr vergessen. Wenn ich Arbeit habe, bin ich ein ganz normaler Mensch. Das sind die Menschen, die mir begegnet sind. Offensichtlich laufen die Herrn Westerwelle nicht über den Weg. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen diese Kinder. Wir brauchen sie. Das ist unsere wichtigste Aufgabe, auch über eine zweite und eine dritte Chance. Wir brauchen sie, weil sie wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind. Sind übrigens ganz tolle Jungs. Am liebsten hätte ich die alle mit nach Hause genommen. Aber wir brauchen sie auch, weil wir alle doch genau wissen, wo unsere wirtschaftliche Perspektive ist. Ich glaube, darüber sind wir uns im Saal alle einig. Wir werden doch nicht erfolgreich sein als Standort Nordrhein-Westfalen, wenn wir mitmachen im Wettbewerb der Dumpinglöhne. Bis heute kann mir noch niemand sagen, wo das denn enden wird. Irgendwo gibt es immer noch in einem Land jemanden, der für noch weniger bereit ist zu arbeiten. Das kann nicht unsere Zukunft sein. Wir haben das mal so schön die Gewerkschaften gesagt, wir haben nur eine gute Zukunft, wenn wir besser sind, nicht billiger. Besser. Und das ist der entscheidende Punkt. Und wer besser sein will, der braucht diese jungen Menschen. Der braucht mehr junge Menschen, die bessere Abschlüsse machen. Und dafür steht unser Bildungskonzept in Nordrhein-Westfalen. Und lasst mich das auch noch anführen. Wer besser sein will, was heißt das eigentlich, besser sein? Das heißt, davon bin ich überzeugt, im ganz Wesentlichen kreativer und innovativer zu sein. Und von diesem Blickwinkel aus betrachtet, sage ich, weg mit den Kopfnoten. Wir brauchen mehr Querdenker, mehr Menschen, die über den Tellerrand hinausdenken. Das ist manchmal mühsam, aber wir brauchen sie für eine gute Zukunft dieses Landes.
Und das Gleiche gilt bei den Studiengängen. Bachelor, Master, die Umstellung war richtig, aber sie ist miserabel gemacht, einfach miserabel gemacht. So wie das jetzt organisiert ist, kommen am Ende auch keine Kreativen und Innovativen raus, weil die mit einer wilden Prüfungswut durchgeboxt werden durch Studium. Das hat nicht den Standort Nordrhein-Westfalen groß gemacht, sondern Innovation und Kreativität und Menschen, die dafür auch ausgebildet sind, so arbeiten zu können. Aber lasst uns ehrlich sein, wer kreativ und innovativ sein soll, der braucht noch was anderes. Der braucht eine sichere Basis. Das ist das, was er braucht, und klare Perspektiven. Der Ministerpräsident dieses Landes spricht jetzt immer von neuer Sicherheit. Da wird mir schon ganz blümmerant. Denn neue soziale Marktwirtschaft, da haben wir ja auch gesehen, was dabei rauskommt. Aber er spricht von neuer Sicherheit. Und ich frage ihn, ist neue Sicherheit die Ausweitung des Niedriglohnsektors wie im Koalitionsvertrag beschlossen? Ist neue Sicherheit, Kettenverträge wieder möglich zu machen, siehe Koalitionsvertrag in Berlin? Ist das die Sicherheit, die Sie meinen, Herr Ministerpräsident? Nein. Das, was hier passiert in diesem Land, das müssen wir aufhalten. Das ist der Weg in die Dumpinglohngesellschaft, in die Aufstockergesellschaft, die Lohnspirale weiter nach unten, mit Praktika, mit Zeitverträgen, mit Leih- und Zeitarbeit. Da werden jungen Menschen keine Perspektiven gegeben und da kann man auch nicht innovativ und kreativ sein. Und deshalb ist das der falsche Weg. Nein, die Perspektiven von CDU und FDP sind doch klar. Die Löhne müssen immer weiter nach unten, damit die Gewinne steigen können. Der Niedriglohnsektor muss ausgeweitet werden und die Leih- und Zeitarbeit erst recht. Wir sind da selbstkritisch genug. Wir haben die Ausweitung der Leih- und Zeitarbeit beschlossen, übrigens mit den Gewerkschaften damals. Wir haben es gut gemeint. Wir haben gedacht, es kommt ein Klebeeffekt zustande und die langzeitarbeitslos sind, die können dann darüber den Weg in den ersten Arbeitsmarkt finden. Das hat auch an manchen Punkten geklappt, aber in wesentlichen Teilen heute, kann ich fast sagen, wird in Nordrhein-Westfalen Leih- und Zeitarbeit eingesetzt zum Lohndumping. Und deshalb werden wir diese Leih- und Zeitarbeit begrenzen. Das ist Politik der SPD in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland. Und der Ministerpräsident hatte jetzt wieder eine Idee. Er möchte jetzt die Hinzuverdienstgrenzen für Hartz-IV-Empfänger anheben. Klingt erstmal für die Hartz-IV-Empfänger auf den ersten Blick ganz gut. Ich sage, genaues Hinschauen lohnt sich. Was passiert, wenn wir die Hinzuverdienstgrenzen anheben? Dann werden all diejenigen, und das sind verdammt viele, die knapp oberhalb von Hartz-IV verdienen, automatisch berechtigte Empfänger oder Aufstocker. Das heißt, wir haben eine massive Ausweitung der Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV. Wollen wir das? Das Zweite, was passieren wird, ich habe ja nun lange Jahre Unternehmensberatung gemacht, das ist auch völlig klar. Die Unternehmen werden sich überlegen, ob sie einen Arbeitsplatz wieder besetzen, ganz regulär, mit einem ganz normalen Arbeitsverhältnis, oder ob sie nicht besser sagen, du Hartz IV-Empfänger, komm zu mir, ich gebe dir einen 400-Euro-Job nebenher, die kannst du dann komplett behalten und dann rechnet sich das. Das ist das Ende der regulären Beschäftigungsverhältnisse. Das müssen wir verhindern, liebe Genossinnen und Genossen. Das müssen wir verhindern. Und für uns bleibt eins ganz oben auf der Agenda. Auch hier bei der Landtagswahl wird es um dieses Thema gehen. Wir wollen, dass die Menschen von ihrer Hände Arbeit sich und ihre Familien ernähren können. Beim Mindestlohn werden wir nicht wackeln, liebe Genossinnen und Genossen. Da werden wir nicht wackeln.
Dazu gehört aber auch, dass wir hier nicht nur Sprüche ablassen, sondern dass wir bei uns in den eigenen Einrichtungen dafür sorgen, dass dort nach Tarifen bezahlt wird. Auch das gehört dann dazu. Und wir fordern für Nordrhein-Westfalen und werden es umsetzen, die Wiedereinführung des Tariftreuegesetzes. Das ist etwas, was unser Land voranbringen wird. Und ein Punkt, lieber Walter, ich sage das in deine Richtung, ein Punkt ist auch ganz wichtig. Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen wieder Mitbestimmungsland Nummer 1 wird. Deshalb werden wir ein neues, modernes und gutes Landespersonalvertretungsgesetz machen. Das ist versprochen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen aber noch etwas. Und da komme ich wieder zur Tatkrafttour zurück. Ich war in Duisburg, in einer Einrichtung für Hartz-IV-Empfängerinnen aus 11 Nationen. Da gibt es die Nähen da für Kindergärten, für Schulen, machen ganz tolle Sachen. Wenn man sich mit den Frauen da unterhält, und das gilt für alle anderen Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, die ich getroffen habe, ebenso beispielsweise an der Tafel in Düsseldorf. Wenn man sich mit denen unterhält, dann spürt man, was es ihnen gibt, arbeiten zu können. Die sind da in einem 2-Euro-Job in Duisburg. Und sie wissen, in ein paar Monaten ist es wieder vorbei. Und viele von ihnen wissen, dass sie nie mehr die Chance haben, in ein reguläres Arbeitsverhältnis zurückzukommen. Da war eine Frau, mit der ich zusammen da gestickt habe. Die sah eigentlich so ganz fit aus und war noch relativ jung. Und ich sage, warum finden Sie keinen Arbeitsplatz und keine Ausbildung? Und dann sagte sie, ich habe Multiple Sklerose. Ich habe gerade wieder einen Schub gehabt, mich stellt keiner ein. Aber hier werde ich gebraucht. Hier ist mein Platz, hier kann ich mich einbringen. Und ich sage, wir werden den sozialen Arbeitsmarkt schaffen in Nordrhein-Westfalen, damit die Menschen, die arbeiten wollen, auch arbeiten können. Das ist gute Sozialpolitik für Nordrhein-Westfalen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind nicht blind. Natürlich gibt es Missbrauch bei Hartz IV. Aber da muss man den Missbrauch bekämpfen, Herr Westerwelle. Da muss man bei der Schwarzarbeit besser zulangen. Aber bitteschön auch bei den Steuersündern, die ihr Geld ins Ausland transportieren. Das gehört auf der anderen Seite mindestens genauso dazu. Mindestens. Ja, der gibt ja viele kluge Sätze von sich. Wer arbeitend geht, soll mehr haben als der nicht arbeiten geht. Ich glaube, das würden wir alle unterschreiben. Aber er hat ein kleines Problem. Die Politik der FDP war immer, die Hartz-IV-Sätze möglichst weit abzusenken. Dem hat das Verfassungsgericht jetzt einen Riegel vorgeschoben. Das Verfassungsgericht hat Teilhabe ziemlich deutlich definiert. Und jetzt hat er ein Problem. Weil er will ja nicht, dass die Löhne steigen. Er will ja keine Mindestlöhne. Deshalb hat er ein Problem. Wir wollen auch einen Lohnabstand. Aber wir wollen, dass die arbeiten, mehr kriegen, vernünftige Löhne kriegen. Das ist Politik der SPD und darin unterscheiden wir uns. Ich meine, in Wahrheit hat er die ganze Debatte ja nur angefangen, um vom Mövenpick abzulenken. Aber die Menschen haben ein langes Gedächtnis. Davon bin ich überzeugt. Aber in der Mövenpick-Affäre, da ging etwas so ein bisschen unter in der medialen Wahrnehmung. Etwas, was ich mindestens genauso skandalös finde. Die FDP hat für ihre eigenen Mitglieder Sonderkonditionen vereinbart in der größten deutschen privaten Krankenversicherung, BKV. Diese Sonderkonditionen beziehen sich nicht nur auf den Beitragssatz. Da könnte man ja Vergleiche ziehen, wenn man mit einer großen Gruppe irgendwo reingeht, muss man weniger bezahlen. Das
würde ich für Parteien immer noch anders sehen, aber da könnte man ja zumindest so drüber nachdenken. Aber viel verwerflicher ist für mich, diese FDP-Mitglieder kriegen in dieser Krankenkasse, privaten Krankenkasse, eine kostenlose Familienmitversicherung und kommen ohne Gesundheitsprüfung da rein. Das heißt, sie zerschießen unser Solidarsystem und bringen ihren Hintern ins Trockene. Das ist das, was da passiert. Was die da vorhaben, auch wenn sie erst nach dem 9. Mai richtig zuschlagen wollen, was die da vorhaben, ist die Entsolidarisierung der Gesellschaft. Entsolidarisierung der Gesellschaft. Das ist das, was Sie unter sozialer Marktwirtschaft verstehen. Wir schreiben das Soziale groß in der sozialen Marktwirtschaft. Für uns heißt das in der sozialen Marktwirtschaft, dass wir auch dort den Mut haben müssen, Strukturen zu verändern. Wir müssen die Effizienz steigern, die Einsparungen von Energien voranbringen und wir brauchen einen neuen, gesunden Mix aus erneuerbaren Energien und heimischen Energieträgern. Wir wollen, dass NRW Industrieland bleibt. Und deshalb ist eine sichere Energieversorgung die wichtigste Basis. Aber eins sagen wir hier und heute noch mal deutlich für den, der es noch nicht mitgekriegt hat. Wir bleiben beim Nein zur Atomkraft. Das gilt für die SPD auch weiterhin. Wir brauchen den Fortschrittsmotor Klimaschutz, weil es um eins geht, was ganz wichtig ist. Und das sage ich als Christin. Wir müssen die Schöpfung bewahren. Auch daran muss Politik mitarbeiten. Wir wollen Industrieland bleiben. Das heißt, wir müssen Planungsrechts- und Genehmigungspraxis modernisieren. Wir müssen Betroffene zu Beteiligten machen, steht in unserem Programm. Und ich finde den Satz sehr gut. Wir brauchen aber auch eine Akzeptanzinitiative für industrielle Großprojekte. Es macht mir große Sorgen, dass zum Teil industrielle Großprojekte nicht mehr zustande kommen, weil wir das verwaltungstechnisch nicht mehr ordentlich hinstellen können und zum Teil nicht mehr zustande kommen, weil die Akzeptanz dafür nicht mehr herzustellen ist. Ja, ich glaube, wir möchten alle mit sauberer Luft leben und am liebsten auch im Grünen. Aber wir wissen, und die wir Politik machen, müssen noch stärker darauf achten. Wir brauchen auch Arbeitsplätze in diesem Land. Und Industrie ist und bleibt ein wichtiger Pfeiler in Nordrhein-Westfalen. Unser Augenmerk werden wir aber nicht nur auf große Unternehmen lenken, sondern insbesondere auf kleine und mittlere und das Handwerk. Und wer meine Vita kennt, der weiß, dass mir das ganz besonders am Herzen liegt. Wir wollen hier eine Innovationsoffensive starten. Wir brauchen einen besseren Brückenschlag zwischen kleinen, mittleren Unternehmen und Handwerk und der Forschung. Da ist eine Menge mehr für uns drin, was wir rausholen können. Und wir brauchen dafür gezielte Unterstützungsmaßnahmen. Deshalb haben wir Beratungs- und Innovationschecks ins Programm genommen. Und eins ist auch dabei klar: Innovation ist für uns mehr als nur technologische Innovation. Auch Innovation in der Bearbeitung von Dingen, auch Innovationen, die sich beziehen auf das Arbeitsumfeld, gehören für uns mit zum Innovationsbegriff dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Strukturveränderungen im Bereich Wirtschaft heißt auch, anders umzugehen mit dem Bereich Verkehr. Verkehr, das ist für unser wirtschaftliches Fortkommen, das sind die Lebensadern unseres Wirtschaftsstandortes. Uns droht der Kollaps auf den Straßen, wir erleben das alle mit, der eine oder andere hat wahrscheinlich auch noch im Stau gestanden. 80.000 Kilometer Stau nur in NRW pro Jahr, das ist zweimal um die Erde. 80.000 Kilometer.
Und der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung lobt sich, weil er 60 neue Verkehrslenkungstafeln aufgestellt hat. Ich sage, dass ich es schriftlich habe, dass ich im Stau stehe, reicht nicht aus. Reicht nicht aus, Herr Ministerpräsident. Das kann es nicht sein. Nein, wir setzen auf die Schiene. Wir setzen auf die Wasserstraßen. Und wir setzen darauf, dass im öffentlichen Personennahverkehr es vorangeht. Das ist auch nicht nur wirtschaftlich wichtig, sondern auch für die Gesellschaft wichtig, für unser Zusammenleben. Mobilität von Kindern und Jugendlichen, Mobilität von Älteren, die Anbindung gerade auch in den ländlicheren Gebieten. Mobilität ist Teilhabe und deshalb werden wir dort einen Schwerpunkt setzen. Sicherheit und Teilhabe auch für die Älteren. Wir alle leben Gott sei Dank immer länger. Das ist eine große Chance. Für uns als Politik heißt das, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass diese Chance selbstbestimmt genutzt werden kann. Das heißt ganz praktisch, dass wir einen sozialen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen dringend erhalten müssen. Dringend erhalten müssen. Und der Verkauf der LEG-Wohnungen ist und bleibt falsch. Warum? Wenn wir alle älter werden, und wir stellen uns das ja alle so vor, dass wir möglichst lange zu Hause gesund alt werden. Gebe Gott, dass es so wird. Aber wenn es nicht so ist, was brauchen wir dann dafür? Wir brauchen den Umbau von Wohnungen, damit sie altengerecht sind, damit wir dort länger leben können. Diejenigen, die viel Geld haben, die gut verdienen, die werden den Umbau ihrer Wohnung schultern können. Aber wer tut das bei den vielen Mieterinnen und Mietern, die solche Finanzmittel nicht zur Verfügung haben? Dafür brauchen wir sozialen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen. Und dafür werden wir uns als SPD auch weiterhin einsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Speziell dafür. Sicherheit und Teilhabe auch für Migrantinnen und Migranten. Und ich bin froh, dass wir jetzt einige auf der Kandidatenliste haben für die Landtagswahl. Und ich bin sicher, dass wir eine ganze Reihe davon in den Landtag bekommen werden. Das wird uns bereichern. Und ich sage, die Zukunft unseres Landes ohne die Einwanderer und ihre Kinder ist diese Zukunft nicht denkbar. Wir müssen alles daran setzen, dass soziale und ethnische Herkunft nicht mehr Lebenschancen bestimmen in diesem Land. Bedingungen für gleichberechtigtes Zusammenleben gilt es zu verbessern. Das ist Politik der SPD und damit werden wir auch diese Bevölkerungsteile überzeugen, denn wir meinen es ernst, auch mit politischer Partizipation. Auch das gehört dann dazu. Wir wollen kommunales Wahlrecht, auch für diejenigen, die länger bei uns leben. Und wenn wir über Sicherheit und Teilhabe reden, dann reden wir auch über die vielen Ehrenamtler in diesem Land. Hunderttausende sind das. Die stärken und fördern im Bereich Sport, im Bereich Umwelt, Politik, auch im Karneval habe ich sie wieder erleben dürfen. Viele, viele Menschen, Hunderttausende. Ein Fall hat mich besonders beeindruckt jetzt, auch bei der Tour. Ich war vorgestern mit Dietmar Bell noch im Einsatz. Er war bei der Tafel in Wuppertal. Und er hat völlig fasziniert berichtet von einer Frau, die dort bei der Tafel ehrenamtlich geholfen hat. Dietmar, ich weiß nicht genau, ich meine 82 Jahre ist diese Frau, fährt jeden Tag mit dem ÖPNV von Solingen nach Wuppertal, um bei der Tafel den Bedürftigen zu helfen. Das sind die Menschen, die dieses Land stark machen. Das sind die Menschen, die wir in ihrer Tätigkeit unterstützen werden, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist entscheidend. Und diese Menschen, halten unser Land mit zusammen. Sie sind die solidarische Mehrheit. Davon bin ich überzeugt. Und auf die werden wir setzen können bei der Wahl. Das sind diejenigen, die ein unbezahlbarer Gewinn für unser Land sind. Aber eins müssen wir auch klar und deutlich aussprechen. Ehrenamt kann staatliches Handeln nicht ersetzen, nur unterstützen. Nur unterstützen. Auch das gehört zu unserem Staatsverständnis dazu. Wir wollen einen handlungsfähigen Staat.
Und er braucht auch die finanzielle Ausstattung. Deshalb sind wir keine Steuersenkungspartei, sondern wir sagen selbstbewusst, wir wollen, dass die starken Schultern mehr tragen in diesem Land. Über den Spitzensteuersatz, die Vermögensteuer und die Börsenumsatzsteuer. Wir brauchen dieses Geld, damit die Strukturen in diesem Land verbessert werden. Liebe Genossinnen und Genossen. Und ein Satz noch, weil er wichtig ist. Die Strukturen im sozialen Bereich werden oft über Ehrenamt unterstützt. Aber auch das, was als Basis da ist, haben wir in den vergangenen Jahren immer und immer mehr in Projektform vergeben. Auch das habe ich bei der Tour miterleben dürfen. Projekte sind gut und richtig. Da kann man sehen nach einer Zeit, was läuft und was nicht läuft und auch wieder einstellen. Aber ich sage, nur auf Projekten kann unser Sozialstaat nicht basieren. Das kann und wird nicht die Zukunft unseres Nordrhein-Westfalens sein. Ja, wir müssen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft schaffen. Und all die, die ich genannt habe, die werden ihren Beitrag dazu leisten. All die, die in diesen Bereichen mit viel Engagement unterwegs sind, die ich erlebt habe in der Kindergartengruppe, die ich erlebt habe im Krankenhaus, im Altenheim, in all diesen Feldern. Es hat mich zutiefst berührt, mit welchem Engagement dort gearbeitet wird. Wir haben denen so viel Bürokratie zugemutet. Wir haben sie so sehr mit Dingen belastet, die sie eigentlich und Zeit, die sie eigentlich lieber denen zuwenden würden, mit denen sie da sich beschäftigen wollen. Es wird Zeit, dass wir daran was ändern. Und ich danke denjenigen, die sich tagtäglich einsetzen und mit lieber Hand noch ein bisschen mehr tun, als sie eigentlich müssten, damit es den Menschen und den Kindern dort besser geht. Danke an Sie alle. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir unser Programm umsetzen nach der Wahl, dann werden wir den Zusammenhalt wieder stärken in unserer Gesellschaft. Aber wir müssen auch schauen, dass wir die Demokratie bewahren. Auch das geschieht nicht von selbst. Die braunen Horden in diesem Land nehmen zu. Und deshalb müssen wir aufstehen, wenn sie aufmarschieren. Wir haben das getan an vielen Orten, hier in Dortmund oder in Köln und in Duisburg, an vielen anderen Städten. Wir werden weiterhin dort in der ersten Reihe stehen. Denn es ist wichtig für uns, dass diese braunen Horden in diesem Land klar wissen, sie haben auf der anderen Seite die Sozialdemokratie stehen. Das ist wichtig für uns. Aber Demokratie, liebe Freundinnen und Freunde, zu stärken, da mache ich mir schon an der einen oder anderen Stelle Sorgen. In den letzten Tagen ging es um den Umgang mit dem Amt des Ministerpräsidenten. Die NRW-CDU hat dieses Amt offensichtlich zu einer Ware gemacht, die man mieten kann. Gespräche des Ministerpräsidenten gegen Geld, ich habe mir das nicht vorstellen können. Aber schlimmer noch, dieser Vorwurf beschädigt das Amt und die Demokratie insgesamt. Denn es reicht allein schon der Eindruck, dass Politik in Nordrhein-Westfalen käuflich ist. Im Mittelpunkt dieser Affäre steht ein Mann, der sich gern als Nachfolger von unserem Johannes darstellt. Doch sein Umgang mit dem Amt macht deutlich, größer könnte der Unterschied nicht sein.
das Land erfolgreicher, gerechter und menschlicher machen. Das ist unser Auftrag. Soziale Fairness und gesellschaftliche Solidarität stärken. Unser Programm ist unser Angebot. Lasst uns ein Bündnis schmieden mit der solidarischen Mehrheit in diesem Land. Lasst uns ein Bündnis der Vernunft schließen. Das ist das, was Nordrhein-Westfalen braucht, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Wahlkampf ist draußen noch gar nicht richtig angekommen. Es wird jetzt erst richtig rund gehen. Ich freue mich drauf. Nehmt mir das ab. Mir macht das Spaß. Weil es jetzt um Inhalte geht. Weil es endlich um die Themen geht, die wir in Monaten und Jahren miteinander erarbeitet haben. Und ich finde, in einem sehr guten Prozess. Ich habe mich gefreut, als wir das Programm ins Internet gestellt haben, dass sich ganz normale Mitglieder an der Verbesserung dieses Programms beteiligt haben. Es waren viele hundert. Nicht nur die Gliederungen, nicht nur die Organisationseinheiten, die auch kräftig mitgewirkt haben, damit dieses Programm ein gutes wird. Am 9. Mai, liebe Genossinnen und Genossen, geht es um eine Richtungsentscheidung. Wir wollen kein Kind mehr verlieren. Und wir sagen Nein zu einem Schulsystem der Auslese. Das ist einer unserer Kernpunkte. Wir wollen beste Bildung für alle und wir sagen Nein zu Gebühren von der Kita bis zur Uni. Das ist SPD-Politik. Und wir streiten für gute Arbeit. Wir sagen Nein zum Weg in die Dumpinglohngesellschaft. Und wir setzen auf den Fortschrittsmotor Klimaschutz. Wir sagen Nein zur Atomkraft. Und wir sagen Ja zu einer solidarischen Wir-Gesellschaft und Nein zur Entsolidarisierung und zur Kopfpauschale. Das ist Politik der SPD in Nordrhein-Westfalen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin noch gar nicht fertig. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, nein. Wir müssen die mutlose Politik des Weiter-so beenden. Wir müssen den Menschen Mut machen für eine Gesellschaft, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht der Markt. Eine Gesellschaft, wo die Menschen sagen, mutig, herzlich und gerecht. Wir in Nordrhein-Westfalen, das ist unsere Gesellschaft. Und das steht in unserem Wahlprogramm. Und deshalb gehen wir selbstbewusst in diese Wahlauseinandersetzung. Wir haben die richtigen Antworten. Wir haben die besseren Kandidatinnen und Kandidaten. Wir werden gewinnen und wir werden dieses Land verantwortlich regieren. Glück auf!